So, eins, wer den Kanal noch nicht kennt, Roofless TV, gucke ich aktuell privat sehr gerne, mag ich. Hier ist das Loch, um welches es geht. Frag mich nicht, wie man auf die Idee kommt, in so ein Loch reinzukrabbeln, Digga. Das, also, ich stehe auf so Adrenalinscheiß und so, aber in so, also in so Löcher und so reinkriechen, nee, Digga. Das, ich habe auch keine Platzangst oder sowas, aber da, Digga, da sehe ich mich nicht drin. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Okay, wir gucken mal, was hier passiert, Chat. Wir sind drin im Video. Mysteriöses Loch im militärischen Sperrgebiet. Wir seilen uns ab. Let's go. Ah. Oh, nee, Digga. Yes. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Willkommen zurück, Leute. Wir haben es wieder aus dem sonnigen Mauretanien ins wunderschöne Österreich geschafft. Das Wetter ist vielleicht nicht ganz so gut, dafür sind die Locations umso besser. Das heißt, für uns geht es heute wieder mal in eine gute alte Exploring Mission. Heute haben wir richtig wilde Locations geplant. Starten wir. Heute krabbeln wir mal wieder in ein richtig schönes Loch rein. Starten wir das Ganze mit einem Ziegelofen, der sich hier in der Nähe befindet. Da soll es einige Eingänge in den Untergrund geben, klaustrophobische Tunnel und vieles mehr. Also, ich habe richtig Bock. Ich würde sagen, wir schauen da gleich hin. Los geht's, Leute. Oh, ich bin gespannt, was uns heute noch erwartet, aber ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwas Geiles finden. Das ist ein fetter Tierknochen. Oh, der ist riesig. Hier ist die Wirbelsäule davon. Da sieht man sogar die Bandscheiben. Da geht's direkt los mit den Funden. Ein Schädelknochen. Das sind, Alter, überall Schädelknochen. Da drüben der nächste Knochen. What the fuck? Alles dasselbe Tier. Wir haben jetzt wirklich innerhalb von 4 Metern da 5 verschiedene Schädel gefunden. Schon. Das ist schon wieder Satanisten da unterwegs gewesen, Chat, oder nicht? Also dann würde ich noch viel weniger in so ein Loch reinkrabbeln, wenn ich da irgendwelche Schädelknochen von Tieren sehe. Komisch. Ziegel überall. LSCH. Also hier sind jetzt überall Mauerreste. Ich glaube, wir sind ziemlich nah dran. Oh, Alter. Da ist was. Ah, geil. Das ist eindeutig ein Ziegelofen. Boah, da geht's direkt rein. Alter, das ist ja mal ein schöner Eingang. Das sieht geil aus. Das sieht nicht geil aus. Boah. Boah. Sieht das wild. Ja, doch, sieht eigentlich schön aus, Chat, oder? Das. Boah, das ist riesig, das Ding. Da vorne geht es um die Ecke, also das ist ein sogenannter Ringofen, weil das Ganze im kreisförmig angeordnet ist, das ist schon geil. Und da sehe ich schon was. Wie viel Geld würdet ihr da reingehen, Chat? Wie viel Geld müsste ich euch zahlen, damit ihr da reingeht? Spinnenweben, Dunkelheit, Dreck. Ne, da sehe ich mich absolut nicht. Ich passe da nicht rein. Da hat der Spinnenweben. Zu mir Ziegel. Boah, das wäre widerlich, da reinzukriechen. Hier geht's runter, das ist mal sicher. Boah, das ist widerlich. Und? Ja, das geht so runter und dann hier unter dem Gang, wo wir gerade draufstehen, durch. Das klingt ja optimal. Boah, das ist voll mit Spinnen, das Ding. Komm, den Spinnenstock holen und dann aber rein. Boah, also einladend sieht das Ding auf jeden Fall nicht aus. Boah. Das ist mal eine Keule. Rein da jetzt. Komm. Oh, nee, nee. Nein. Das sind doch Spinnweben. Einfach ignorieren. Nein. Also alles habe ich da nicht gereinigt. Sieht das geil aus. Das ist wie ein Goblin. Da steht irgendwas mit eng. Sag jetzt nicht, dass sie hier noch runterkrabbeln, Chat. Nur Plan und da geht's jetzt runter. Nein. Nein, nein, nein. Da kannst du mir jetzt nicht sagen, dass sie da jetzt lang krabbeln. Das können die nicht ernst meinen, Chat. Das ist zu eng? Ich glaube nicht. Ich glaube, die krabbeln da jetzt einfach rein. Ja, richtig eng. Keine Ahnung, was da am Ende liegt. Hier sind auf jeden Fall Flaschen. Dreckige Fetzen. Was will man mehr? Das ist widerlich. Was ist dort, Bro? Die Spinnweben. Geht der Gang weit? Ja, der geht schon weit nach hinten. Der krabbelt da jetzt rein. Autsch. Boah, es ist echt widerlich, Domi. Ja? Ja. Unsehbar, oder was? Das sage ich jetzt nicht, aber schon extrem. Das kann nicht sein Ernst sein. Das kann der nicht ernst meinen. Volle Dose. Sieht aus wie so ein Energy Drink. Wie kommt die da runter? Was zur Hölle? Steht irgendwas drauf? N. Billy. Na gut, Domi, du kannst nachkommen. Boah, es ist staubig.
Boah, da liegt er. Bro, wie sieht's dort vorne aus? Absolut widerlich. Ich krieg jetzt schon Panik. Also, Chat, nochmal, ich habe keine Platzangst oder so. Aber, also, nein. Was ist denn, wenn der da jetzt stecken bleibt? Der stirbt ja da drin, Chat. Der verreckt da zwischen Spinnweben und irgendeiner leeren Energy-Dose. Überall Viecher, Spinnen. Neben mir ist das Skelett von irgendeinem toten Vogel. Ein toter Vogel. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das Grab von diesem Vogel. Beim Eingang steht auch irgendwas mit ein, irgendwas, oder? Kurze Frage, off-topic. Wer von euch hat auch damals in der Jugend den Joke gemacht, willst du mal ein totes Küken sehen? Und hat dann seinen Hodensack in die Hand genommen und seinen Kollegen seinen Hoden gezeigt. Warum haben wir so oft die Situation, dass ich euch was sage, wo ich denke, dass ihr das alle auch gemacht habt und dann bin ich der Einzige, der das gemacht hat? Hört ihr mal zu, bitte. Aber fändet ihr es lustig, wenn ich es bei euch gemacht hätte? Seid ehrlich. Stellt euch vor, ich sage, hey, willst du mal ein totes Küken sehen? Dann drehe ich mich um, zack, und hab meinen Hodensack in der Hand und halt ihn so. Ja, lass uns einfach das Video weiterschauen. Oder? Hier steht Engoplan. Aber welcher Vogel heißt Engoplan? Am Clever Energy steht nämlich auch irgendwas mit Envy Klee. Hier sind Sachen auf dem Energy Drink draufgeschrieben. Liegt mir direkt am toten Vogel. Oh, jetzt fällt mir da aber auch was auf. An der Flasche ist ein Seil mit einer Schnur befestigt, die beim Fredo vorbeiführt. Ah. Hä? Was ist das denn jetzt für eine kranke, abgefuckte Scheiße? Ah. Was bewegt sich da? Ah! Dieses Ding hier, ein Eimer. Das ist aber jetzt echt komisch. Kann das wirklich sein, dass wir hier gerade in ein Vogelgrab reinklettern? Bro, das wäre weird. Wer begräbt hier seinen Vogel? Hier passt ja auch niemand rein. Wer geht da rein und hängt einen Eimer mit einer Schnur an eine leere Waschmittelpackung? Was ist das denn für ein kranker Scheiß? Also jetzt bin ich überfragt. Bis jetzt ist diese Location... Das ist ja mindestens noch mal kranker als den toten Vogel, den ich gemacht habe, Chat, oder? Ist schon einfach nur mysteriös. Zuerst die ganzen Tierskelette und jetzt plötzlich noch so eine Art Vogelgrab. Also, was geht hier vor sich? Dann werden wir uns jetzt vorbeischleichen und probieren, den nicht zu berühren, damit der hier noch in Ruhe liegen kann. Da hinten geht's rauf dann. Ah, oh, geil. Boah, ekelhaft. Oh. Oh, ja. Da ist das Vogelgrab. Da der Clever Energy. NB. Ein Billett oder sowas. Ich höre hier das Schwirren von den Viechern. Ah, Domi, ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Wieso? Da ist so eine Klappe oder sowas oben. Eine Klappe? Ja, so ein Deckel. Und den kannst du nicht anheben? Boah, die Schwirren. Boah, da sind so viele Fliegen. Boah, das ist wirklich ein wildes Loch. Da schwirren die Viecher. Warum macht man das? Sie stehen halt auf Löcher. Die sagen sich halt, naja, Loch ist Loch. Boah, es schwirrt hier so abartig. Hier steht wieder Enbiger. Da oben ist eine... Der kriecht da rein und schreibt die Scheiße da auf die Dinger. Da müsst ihr euch vorstellen, da ist ja davor jemand reingekrabbelt und hat die Scheiße hier hingeschrieben. Eine Klappe. Okay, okay, sie bewegt sich doch. Ja? Die Klappe bewegt sich. Ich habe echt das Gefühl, hier geht's in eine geheime Kammer. Vorsichtig anheben und durch. Ah! Yes! Ah! Ja! What the fuck? Oh! Ja! Ich bin drinnen! Alles. Was? Und die sind einfach Indiana Jones? Es ist ein Mini-Raum nur! Wo bin ich da? Alter, ich hab dieses Ding gerade hochgehoben und jetzt bin ich da in dem Raum drinnen. Alter! Oh, was ist das für ein Deckel? Oh, wie das sind. Wo sind wir hier? Alter, das ist doch wirklich geisteskrank. Der Raum ist echt richtig klein hier. Da drüben alles verschüttet. Also es könnte sein, dass es da dann zum Schlot ging oder so. Hier wirklich alles verschüttet, also da kann man sich auch nicht freigraben. Hier irgendein Metall. Stell euch mal vor, das bricht da jetzt einfach ein. All Müll. Was schon wieder sehr mysteriös ist, ist, dass hier unten der Enbiger steht. Also genau das gleiche, was auf dem Energy Drink stand. Falls uns irgendwer hier helfen kann, bitte in die Comments schreiben. Fühlt sich Können wir da helfen, Chat? Wer weiß, was Enbiger ist? Ich bin auch Hieroglyphen-Experte. Kann man sich auch nicht freigraben. Hier irgendein Metallmüll. Was schon wieder sehr mysteriös ist, ist, dass hier unten der Enbiger. 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 Mhm. Wir haben hier. Aha. Das I ist deutlich länger gezogen als die anderen Buchstaben.
Rückwärts gesprochen heißt es Regibne. Regibne. Regips? Trockenbau. Ach, keine Ahnung. Da steht. Also genau das gleiche, was auf dem Energy Drink stand. Falls uns irgendwer hier helfen kann, bitte in die Comments schreiben. Ach, das stand auch auf dem Energy Drink. Bitte, ja, jetzt wären wir auf irgendeiner Schnitzeljagd hier. Ich kann mir echt beim besten Willen nicht vorstellen, dass in dem Raum schon viele Leute waren. Da war noch niemand drinnen, sonst wäre der Deckel da nicht so drauf. Und der nächste Deckel? Der geht weg. Oh! Da geht's nach links und da sehe ich Licht. Na gut, rein da. Ja. Das schaut eng aus. Ah, da kommt man wieder in die Hauptkammer. Ich bin hier gerade ein bisschen gefangen. Es ist schwierig, da rauszukommen, einfach weil es bergauf geht. Oh. Wo bist du denn? Oh. Ich bin draußen, ich bin wieder im Ringofen. Also das ist der Gang von vorhin. Wir waren gerade quasi auf der anderen Seite und sind jetzt hier entlang gekommen. Der Lichtstrahl direkt auf die Neugeburt. Oh. Wie der Lichtstrahl schön das Loch markiert. Oh. Bergauf ist ein anderes. Das war anstrengend. Oh, das ist schön, wieder die Sonne zu sehen. Das war beängstigend für mich auf jeden Fall. Oh. Du siehst gerade aus wie der vom Himmel Gesandte, wenn du da im Lichtstrahl hockst. Oh. Oh, wieder in die frische Luft. Findet ihr Fürze lustig? Ja oder nein? Schau mal aufs Dach. Komm aufs Dach. Rauf. Oh, da wird der Schornstein gestanden sein. Es sind überall so Löcher, die in den Ofen gehen. Geteilte Meinung. Also ich finde Fürze tatsächlich nicht lustig. Was ich aber lustig finde, ist, wenn ich selber furze unter der Decke und dann die Decke über meinen Kopf mache und mich einschließe quasi in der Deckenkammer und meinen eigenen Furz inhaliere. Palette. Oh, aha, da ist ein Loch, was reingeht. Schau dir das an, Bro. Da geht's rein. Wow. Da geht's weit rein. Dem Gang waren wir auf jeden Fall noch nicht. Perfekt. Wow. Ein fetter Gang in die Richtung. Und hier verschüttet. Und lauter Spinnweben. Oh, willkommen. Oh. Hier wieder alles verschüttet, aber hier oben ist die Mauer noch fest. Man sieht, dass es halbkreisförmig ist. Bin mir ziemlich sicher, dass hier der Schlot war. Ah ja, da geht's nach links. Wieder Luken. Digga, jetzt nicht da rein. Ja, diese massiven Deckeln, die sind einfach nur wild aus. Ne. Geht's da raus? Ja, da geht's weiter. Wie kann man da reingehen? Ich verstehe, ich kann das nicht verstehen, Chat, ehrlich. Das wird aber mal wieder wirklich anstrengend. Ah, da haben wir ja Gott sei Dank heute ein Hilfsmittel am Start. Das ist die perfekte Stelle, um euch unseren neuen Sponsor vorzustellen. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon von den Freerunning-Schlappen und zwar Holy Energy. Energie in Pulverform, ohne Taurin und ohne Zucker. Alter, wie das duftet! Unsere Exploring-Touren sind meistens ziemlich kräfteraubend. Da kommt schon mal vor, dass man einen kleinen Energieabfall hat. In dem Falle Shaker mit Wasser vorbereiten, Holy rausholen, Pomegranate Piranha, unser absoluter Favorite. Und rein da. Deckel drauf, durchschütteln. Komm! Wie das schon blubbert. Brich da ins Maul und wunder da. Ah! Jetzt aber gleich nach! Das zündet! Diese Power! Für alle, die jetzt Bock bekommen haben, sich auch mal hoch... Imagine, du musst für eine Produktplatzierung einfach in irgendwelche ekligen Spinnenlöcher krabbeln, Digga. Holy Energy zu gönnen, kann ich auf jeden Fall das Trial Pack empfehlen. Da habt ihr sämtliche Geschmäcker drin, könnt euch einfach mal durchtesten. Dann gibt's hier noch den Eistee mit vielen fruchtigen Sorten, wie zum Beispiel Black Tea Peach. Und für alle Sportler unter euch, Holy Hydrate, Fredo, mein absoluter Favorite. Perfekt nach einer anstrengenden Sportsession. Und jetzt kommt hier der absolute Oberhammer. Und zwar mit dem Code ROOFLESS5 gibt's nochmal 5 Euro ab. Abzug auf die Bestellung für alle Neukunden oder mit dem Code ROOFLESS 10% auf die ganze Bestellung. Leute, in dem Sinne, ab in den Warenkorb, kaufen, kaufen, kaufen.
Wir sind jetzt schon in den Gang reingeklettert. Da scheint so eine Art Verbindungsgang in den Ofen zu sein. Und Bro, wo geht's da hin? Und dann wieder. Pause jetzt. Also das ist jetzt einfach die andere Seite. Das ging jetzt quasi vom Dach durch so einen Ausgang rüber in diesen fetten Korridor. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt der eigentliche Ofen ist oder die Kammer, wo wir gerade waren. Für uns geht es jetzt auf jeden Fall hier wieder raus. Boah, Tageslicht. Was ist das für ein Ofen? Ich check das auch nicht, Chat. Von was für einem Ofen reden die denn? Fischluft. Du bist komplett braun in der Fresse. Hättest du vom Nougat-Krapfen genascht. Ah, shit. Boah. Das war ja mal eine wilde Location. Ich glaube, wir sind hier komplett durch, aber wir haben noch was richtig Heftiges geplant. Da geht's gleich morgen hin. Wir sehen uns direkt dort. Los geht's. Wir sind an der nächsten Location und das, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist ein altes Sprengstoffwerk und das Ding werden wir jetzt gleich erkunden. Das Wilde ist, dass das direkt neben einem militärischen Sperrgebiet ist. Das ist auf jeden Fall sketchy. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich um. Los geht's. Boah, schaut euch die gigantische Fassade an. Boah. Kaum zu glauben, dass hier mal Sprengstoff hergestellt wurde. Oh, hier dachte ich auch noch mal ganz kurz, warte mal hier, vielleicht können wir hier reinkrabbeln, hier ist eine Öffnung. Ah, schon ein kleines Loch. Rein. Ja, ja, hier könnte schon in den Untergrund gehen. Wir finden da heute noch was. Das ist wieder eine richtige Ruine. Oh, da stehen einfach Möbel. Jemand schon sein Lager hier eingerichtet. Oh, was ist das? Irgendeine Klappe im Boden. Komm, das aufzubringen. Gleich anheben. Alles hängt. Oh, Alter. Nee, oder? Nee. Oh. Was zur... Nein. Da wartet der Teufel auf euch, Jungs. Da geht ihr nicht rein. Das ist das Arschloch vom Teufel, Chat. Und die freuen sich bestimmt auch gleich drüber, dass sie das jetzt hier gefunden haben. Da gehen wir jetzt nicht rein. Hölle. Also das ist ja mal ein Eingang der Sonderklasse. Einfach eine riesige Klappe und darunter dieses massive Loch. Es geht richtig tief, das Ding. Sieht fast aus, als hätte das hier jemand reingebrochen, oder? Boah. Was? Nee. Ist das? Das sieht wie so eine Art Wassertank oder sowas in die Richtung aus. Vielleicht auch ein Silo, keine Ahnung. Da ist so ein Zwischenstock. Boah, und da drüben sind Stiegen, also da geht's ein. Aber also, ich muss mal eins sagen, die haben zwar richtig einer der Klatsche, Chat, aber ich mag das schon sehr, was die machen, weil es gibt mir so Abenteuer-Vibes, oder? Wollen wir vielleicht doch mal in Löcher kriechen? Eins, wer mit mir ein Loch kriechen will, Chat. Weil, also es ist halt so geil, weil die exploren und dann sehen die so einen Gang und so und man fühlt sich dann kurz wie Indiana Jones, auch wenn man nur zuguckt irgendwie. Ja, ich hab's mir anders überlegt, lasst uns ins Arschloch reinkriechen, Chat. Hätt ich Bock. Deutlich noch in einen anderen Baum. Da müssen wir runter. Ich glaube, das geht fast nur mit Seil. Können wir das da irgendwo festmachen? Vielleicht hier über den Balken, einmal hier herum. Ja gut, ich glaube, wir werden da jetzt wirklich mit dem Seil arbeiten, weil anders sehe ich da keinen Weg runter zu gelangen. Rein in den Keuschheitsknoten. Komm, jetzt aber Gas geben hier. Ah, fällt ja perfekt. Das ist sicher. Der Scholli. Es sieht sketchy aus, aber das Ding ist wirklich komplett safe. Gute alte Schlaufe. Dann werden wir hier noch ein paar Maschen reinmachen. Damit das Ganze quasi einfach eine Strickleiter ist. Ach, die seilen sich da jetzt ab. Abstieg zu erleichtern, weil eins muss ich euch sagen, der Abstieg hier ist schon wirklich scary, weil man hier dann wahrscheinlich im Überhang mit dem Seil herumpendeln wird und da dann rüber zu klettern ist nochmal eine extra Mission. Oh. Also der Abstieg ist aber wirklich mal scary, Bro. Ja. Boah, der Tommy geht vor. Da freue ich mich ehrlich gesagt richtig, weil ich habe da ein bisschen Schiss vor dem Ding. Hier muss man echt 100% fokussiert sein. Wir haben hier das Seil jetzt noch an jeder aufliegenden Stelle gesichert, damit das nicht durchwetzt. Was für gesichert? Ihr habt da ein T-Shirt drum gewickelt um das Seil. Die haben da gar nichts gesichert. Jetzt hier einen Meter runter klettern, dann gleich hier rüber auf diesen Podest steigen. Jetzt direkt runter. Kannst du da wieder raufklettern? Wow. Oh. Was zur Hölle? Drinnen? Wow. Oh. Peter, ich stehe. Schaut sich das an. Da geht's jetzt nochmal ungefähr 6 Meter runter. Und hier überall Gänge und da drüben kommt Licht raus. Also da ist irgendwo ein Loch im Boden. Boah, Bro, das ist geisteskrank. Du musst gleich nach. Stell dir mal vor, der andere macht die Klappe wieder zu.
Das wäre ein easy Mord. Das wäre ein easy Mord, ja. Nach. OMG, ich würde nie wieder mit ihm reden. Luise Emma. Ja, weil du tot bist. Du verreckst elendigst in einem Drecksloch. Deswegen redest du nicht mehr mit dem. Ja, genau. Eine Schlaufe noch und du bist unten. Warte mal, Luise Emma sagt mir irgendwas, Chat. Hatte ich nicht mal Beef mit Luise Emma? Könnt ihr euch da noch dran erinnern, Chat? Luise Emma sagt mir was. Ich habe den Namen irgendwie abgespeichert in meinem Gehirn, aber in dieser negativen Ecke irgendwie, Chat. Da war mal was, Chat, ja, ja. Die ist in deinem Discord Mod. Die ist Mod in meinem Discord? Na gut, dann, ja. Weiter mit dem Video. Yes. Yes, Peter. Oh. Boah, das war scary. Boah. Das sieht ja krank aus. Und Licht rein. Hoffentlich kommen wir da irgendwie anders ja, raus. Ja. Den kleinen Rauf muss ich nicht unbedingt machen. Alter, nee. Ja. Schaut euch das an, hier ist direkt den Gang rüber. Die ist alles verschüttet, aber ich glaube, da geht's weiter. Das sind so kleine Gänge. Ja. Und hier geht's wieder direkt runter. Ich frage mich echt, was das ist. Das so eine Art Silo ist oder ein Wassertank, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, für uns geht's jetzt mal da auf die andere Seite. Die Frage ist nur, wie. Ich würde einfach rüberspringen. Wohin? Rüber einfach. Der Tommy hat gerade einen Pre hier gesehen und mag sich damit direkt auf die andere Seite befördern. Ich werde viel zu weit springen, dass ich da auf jeden Fall safe bin. Komm, schön auf die andere Seite. Schön rüber. Yes! Ah. Geil! Ist im Flug Staub ins Auge. 1, 2, 1. Puh, das hat sich geil angefühlt. Komm, wir jetzt gleich mit dir rüber. Yes. Yes. Boah, Alter, das Loch ist einfach scary. Es hört nicht auf, gruselig zu sein hier. Schau, und da ist das Loch. So, da hätte es anscheinend auch einen leichteren Weg gegeben. Es sieht fast wie eine Falle aus. Hier liegt eine Leiter am Boden. Und hier ist eine kleine Aushöhlung. Und hier sieht man überall noch die verrosteten Rohre. Ich frag mich, was das mal war, weil da oben ist ein... Ich dachte, er hat einen G60 Noscope gemacht, ja. Ja, ja. Ein Kellerabteil und dann geht dieser Schacht runter, wo wahrscheinlich Wasser oder sowas drinnen war. Das könnte echt ein Wasserspeicher sein. Ja. Überall noch Rohre. Und wie tief es hier runter geht, das sind sicher 6 Meter. Aber ich kann mir vorstellen, dass da richtige Relikte unten liegen, weil ich weiß nicht, wer hier schon unten war. Ja, stimmt. Boah. Boah, unten ist er. Boah, schaut euch an, wie hoch das ist. Du siehst richtig klein da unten aus. Ich glaube, ich nehme das Seil. Gleich bist du bei der letzten. Oh. Du hast das da nichts Seil mehr. Hört ihr da auf. Du hast da nichts mehr zum Steigen. Ihr hört's einfach auf. Haben wir mal wieder nicht mitgedacht. Ja. Ja, ich kann mich mit dem Ding darüber manövrieren. Ja. Ja, du hast es. Wow. Boah, das war ja mal ein geiler Weg. Es hat sich wild angefühlt. Haben wir auch nicht das Köpfchen benutzt und dann gedacht, dass das Seil hier einfach aufhört. Das war mal wieder Manöver hier zum Runterklettern. Jetzt schaut euch das mal an. Also da geht schon weit auf. Ganz um einfach das Einstiegsloch. Das ist schon eine wilde Location. Ja, da liegt überall Holz jetzt drinnen und so alte Metallreste. Vielleicht finden wir da irgendwelche Relikte im Haufen. Da ist ein kleines Loch, aber... Nein, da ist kein Loch! Da geht's nicht weiter. Nee, also wenn ich hier jetzt reinkrabbeln, Chat, dann habe ich wirklich die Hoffnung verloren in die beiden Digga. Das kann nicht sein. Ah ja, hier wurde von oben schon etlicher Müll reingeworfen, deshalb sieht's hier unten so aus. Das ist schwierig, da was zu finden. Boah, sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas wieder. Das sind noch alte Metallstücke, aber sonst ist das echt alles mit Schutt zugemüllt. Okay, jetzt heißt es hier wieder raufklettern. Also okay, wenigstens sind sie nicht in das Loch rein. Entweder diese rostige Leiter, der ich absolut nicht vertraue, oder das Seil, wo unten einfach keine Schlaufen sind, oder hier den Free Climb mit den Löchern an der Wand. Was willst du? Das ist alles sketchy. Ich hätte Bock zu versuchen, das Seil raufzuklettern mit den Löchern auf der Wand. Ja gut, dann probiere ich, glaube ich, die Wand hier. Es sind überall diese Streben hier. Die sind eigentlich noch ziemlich fest, nur die äußerste Schicht bröckelt gleich ab, aber da ist immer noch dieser harte Kern. Ich glaube, mit dem Loch kommt man hier vielleicht noch raus. Da ist noch ein Loch. Das letzte Stück wird dann sketchy. Come on.
Ja. Ja. Yes. Ja. Kannst du mir den Ast hier rübergeben? Ja. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, was er da macht. Yes. Oh. Fast Alter. Oben. Das Metall. Schön im Spagat. Wow. Wo ist der Sinn? Die haben doch eine Leiter. Na, da gibt's keinen Sinn. Die haben halt einfach Bock, da irgendwie Scheiße zu machen. Halt Adrenalin und so. Oh, der Kleine ist hardcore. Das ist ein Stock, den kann man überhaupt nicht verwenden. Oh, aber eine sexy Pose gerade. Der bewegt sich nur. Ich glaube, an der Stelle ist jetzt einfach zu gefährlich. Das heißt, ich brauche da Sicherheitsseil. So, und jetzt aber schön den Rückwärtstarter hier. Oh. Oh. Es hat wild ausgeschaut. Also mit dem Seil ist es aber auch nicht leicht, oder? Na. Oh, das ist anstrengend. Yes. Boah. Ah. Also das war ja wirklich mal ein Workout. Ist noch nicht vorbei, ich muss hier noch rüber. Yes. Alter, das war ein Workout. Ich bin komplett verschwitzt. Ah. Aber das hat so anstrengend ausgeschaut, ich glaube, ich nehme den normalen Weg einfach hier raus. Wie geht's dir? Ich bin komplett verschwitzt und erledigt. Also das war schon ein heftiger Aufstieg, hat Bock gemacht. Wir sind gerade noch zufällig auf eine lustige Idee gekommen, und zwar kann man hier mit dem Seil rüberschwingen. Eigentlich der einzige Weg, um hier rüber zu gelangen. Also rein da. Geht. Komm rein ins Vergnügen, Abfahrt. Oh. Oh. Ah. Hey. Alter, komm gleich nach. Oh. Boah, hier sind überall diese Podeste, also hier waren eindeutig Maschinen. Hier drüben das gleiche und da jetzt ein Gang nach links. Okay, da ist zu. Da ist zu! Da kommen wir nicht raus. Ich habe überhaupt keinen Bock, nochmal dieses Seil aufzuklettern. Versuch mal durch das eine Loch, oder? Stimmt, das Waldloch. Ja, komm. Es gibt Gott sei Dank noch durch dieses Loch und da werden wir jetzt gleich probieren rauszukommen. Das wird schwer. Wir werden echt probieren mit der alten Leiter hier drauf. Na, das können wir vergessen. Die bewegt sich ja wirklich schon in alle Richtungen. Oder Räuberleiter, ich ja. Auf deine Schultern, du auf meine Füße. Gute alte Räuberleiter, auf die ist doch Verlass. Ja, Räuberleiter Classic. Oh, alter Scholli. Au! Oh. Fedo, das ist geisteskrank. Alter! Oh. Boah, war das anstrengend. War jetzt schön noch den Fedo rausbekommen. Das wird jetzt eine Challenge. Okay, komm, Bro, auf die Füße. Magst du mir eine Hand geben? Oh. Wow. Alter! Oh, jetzt! Yes. Oh. Geil, aber sie haben es rausgeschafft, Chad. Finde ich gut, finde ich nice. Wieder rausgeschafft. Boah, es war schon anstrengend. Also die Location, die hat es wirklich in sich gehabt. Das war ja einfach nur sketchy. Vom Einstieg bis zum Ausstieg. Aber wild. Es wird leider schon dunkel. Wir waren da jetzt für Stunden drinnen. Es muss hier eindeutig noch Action rein. Heckmeck, Action, Zunder. Wir haben natürlich noch eine richtig wilde Location im Petto. Und da sehen wir uns direkt morgen. So, Leute. Digga, die Junge, wie viele Locations knallen die denn in ein Video rein? Wir sind bei der nächsten Location und zwar voll ausgestattet. Es wird höchstwahrscheinlich gleich nass. Schaut euch das Ding mal an. PVC-Watthosen. Alter. Und zwar wurden wir von dem lieben Ice Rider ausgestattet. An der Stelle. Wieso schreit der linke Typ immer so? Ich kann es dir nicht sagen. Die schreien aber beide irgendwie die ganze Zeit, Chat, oder? Dickes Shoutout, also geisteskrank, wirklich. Besser könnte das Outfit nicht sein. Nicht nur unsere Ausrüstung ist heute wild, sondern auch die Location. Seht euch das Ding an. Was für ein wundervoller Eingang. Wir sind hier bei einem riesigen Stollen. Er soll tief in den Berg reingehen. Und er soll teilweise unter Wasser stehen, deswegen unsere Ausrüstung. Ich hab richtig Bock, ich würde sagen, schauen wir da gleich rein. Los geht's, Leute. Alter, was ist das für ein Eingang? Da geht's weit nach hinten. Also hier waren auf jeden Fall schon einige Leute, da liegt überall Müll. Ah. Boah.
Das Ding ist riesig. Hier geht's jetzt überall links und rechts rein. Wir haben keine Ahnung, ob das hier ein Luftschutzstollen ist oder ob da auch mal eine unterirdische Fabrik stand. Werden wir hoffentlich noch rausfinden. Das Ding sieht auf jeden Fall jetzt schon wild aus. Boah, schau dir das an. Da sieht man jetzt wirklich schon die meisten Spuren hier. Überall. Und hier kann man auch gut erkennen, dass hier in den Stollen dieses Stahlbetongewölbe eingezogen wurde. Ich frage mich, ob dieser Stollen auch von Zwangsarbeit... Was ist denn Content in alle Löcher kriechen der Welt? Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, glaube ich. Dann errichtet wurde. Es ähnelt bis jetzt auf jeden Fall sehr der unterirdischen Fabrik, in der wir schon mal waren. Ja, das ist Erde. Mal aufpassen, dass das nicht runterbricht. Boah, eine Schuhsohle. Das ist der Absatz von einem Schuh. Aha. Ein alter Topf. Die Griffe zu... Da holt man sich aber was. Viele haben reingeschrieben, Chat, dass man da Angst haben soll vor Asbest? Irgendwie sowas. Ist es so Schimmelzeug? Ist doch, glaube ich... Nee, das war was anderes. Asbest, was war denn nochmal Asbest? Das, was verbaut wurde oder so, das sind Baumaterialien, gell? Kann das sein? Sehen. Oh. Da vorne wird es auf jeden Fall schon nass. Schön jetzt mal hier die Wasserstrecke gehen. Krebserregend. Ja, okay. Bloß nicht hier den Markt steigen, da werden die Schuhe noch dreckig. Schön durch die Waschstraße. Das macht richtig Bock mit den Dingen. Hier am Boden findet man überall diese Schnüre. Also das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass das System hier riesig ist und man sich leicht verlaufen kann. Gott sei Dank haben wir unsere Safety-Schnur dabei. Ja. Jetzt aber hier entlang mal. Und ihr seht, hier war überall der Penismann. Wer geht da runter, um einen riesen Penis an die Wand zu malen, Chat? Das kann nur einer von euch gewesen sein. Boah, es ist schon gruselig, das Ding hier. Ist auf jeden Fall richtig lang. Lang lebe Penismann. Was ist das? Wer war es von euch? Alter, was zur Hölle? Er geht steil bergauf einfach. Hört sich das an? Sind gerade von hier unten gekommen? Lang lebe Penismann, Digga. Es ist seltsam, dass dieses Ding bis jetzt... Komm, Chat, tobt euch einmal aus, macht jetzt mal alle hier einen Penis rein in den Chat. Los. Ich mach auch. Nee, nicht das Wort Penis, Idiot. Oh, Digga, ihr seid so verloren, Chat. Ihr seid so verloren, Digga. Das kannst du nicht erzählen. Jetzt schreiben. Nee, Digga. Nur aus schmalen Gängen besteht und hier noch keine wirklichen Räume waren. Das ist echt nur ein Gangsystem. Bänke an der Seite haben wir auch noch nicht gefunden. Also wir sind uns wirklich nicht sicher, was das genau ist. Oh, der Gang ist ja wie für uns geschaffen. Komm, Fredo. In James Bond man hier durchkrieche. Autsch. Alter, was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, wir sind unter der Straße gerade. Das hört sich wie Autos an. Alter, das ist wirklich ein Waschbecken oder sowas. Diese Fotos, die an der Wand hängen, das erinnert mich wirklich... Da hängen Fotos an der Wand? ...ich an so einem Basislager von einem Serienmörder, der seine Opfer aufhängt. Boah, sieht gruselig aus. Eine verbrannte Puppe. Digga, what the fuck? Ey, das ist so krank. Das gibt mir auch so richtige scary, also das ist scary as fuck. Weil ich stelle mir jetzt vor, wie da ein Typ unten saß, diese Puppe mitgenommen hat und das Gesicht angezündet hat von der Puppe. Wer ist denn so gestört? Wer kriecht da in irgendwelche Untergrundlöcher, Digga, und zündet da eine Puppe an? Wer macht das denn? Der Penismann oder was? Das wird langsam hier creepy. Hier sieht man sogar noch die Kabel. Und da schön gleich die Spinne, ha? Oh! Hier hört jetzt dieses Stahlbetongewölbe auf. Das war ein schöner Weberknecht, 8er Kaliber. Der wurde wahrscheinlich nicht fertig gebaut. Das ist schon wirklich beängstigend, dieses Teil. Es hat wirklich was von einem Horrorfilm. Oh. Hat sich versucht, ihn mal frei zu graben. Alter! Seht euch diese weißen Viecher hier an. Boah, ist das widerlich. Das ist echt wie so ein Videospiel. Jetzt brauchen wir aber langsam mal Action hier. Kann ja nicht wahr sein. Wo ist dieses Wasser? Jetzt gab es da nur solche Lackerl. Wir brauchen jetzt was Hüfthohes. Hier sind die Steine richtig gestapelt. Alter.
Okay, da vorne sehe ich Wasser. Da yes. vorne ist Wasser. Yes, Alter. Endlich. Jetzt geht's aber los. Komm. Boah. Oh. Da hinten ist ja eine Metalltür. Boah, geil. Alter. Boah. Ein schöner Fungi. Was ist das denn? Und hier hinten sieht man jetzt gut eine Art Stützpfeiler oder sowas. Ein Pilz? Oh, ist das widerlich. Da war ein Pilz im Wasser. Boah, ein Lichtspiel hier schon wieder. Das ist glasklar, das Wasser. Da in der Ferne sieht man schon so eine Stahltür. Das sieht nach einer Luftschutztür aus. Alter. Boah. Schaut sich das an. Hier war der Spion. Hier die fetten Riegel zum Öffnen. Das sind Schusslöcher, oder? Ah, ja. Schau dir das an. Der Schusslöcher. Und da ist schon wieder eine Dose. Hallo. Das sieht aus, als wäre da mal so eine Tür oder sowas gewesen. Digga, was machen die denn, wenn das einfach einstürzt? Das ist doch nicht safe hier alles. Weiß nicht genau. Das Holz ist hier schon komplett modrig. Da kann man rüber. Das ist zu betoniert komplett. Ah. Das ist wahrscheinlich ein anderer Eingang und das wird komplett zugemacht. Ah, schade. Ich frage mich echt, ob es den weiteren Gang geht oder ob man da einfach wieder rauskommt. Ah. Wäre schon noch geil, wenn es da irgendwo weitergeht, aber das wurde komplett verfüllt. Also ich glaube, wir waren jetzt tatsächlich in jedem Gang. Ich bin richtig müde schon. Wir waren jetzt ein paar Stunden drinnen. Wird Zeit rauszugehen, los. Komm, auf zum Ausgang. Ah, oh, Frischluft. Das fühlt sich gut an. Ah, endlich wieder draußen. So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen, also die neuen Watthosen machen einfach nur Bock. Die Exploring Tour hat mal wieder richtig Spaß gemacht, bin auf jeden Fall komplett erledigt. Richtig geil mit dem tiefen Wasser, dafür natürlich nicht vergessen zu abonnieren, liken und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein Leute. Okay, Video zu Ende. Ich muss sagen, das waren einige Locations, also zwei Locations oder so hätten es auch getan. Langes Video gewesen, aber Chat, ich glaube wir sind uns einig. Gutes Video. Eins, wenn ihr es cool fandet. Grüße an Roofless TV. Hat mir gut gefallen, das Video. Allgemein, was die machen, ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ich gucke die privat ein bisschen. Finde ich geil, was sie machen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg. Und ich wünsche ihnen auf jeden Fall, dass sie noch das ein oder andere Loch finden, wo man reinkriechen kann. Falls euch diese Reaktion, wenn es eine Reaktion war auf dem Mojizzi-Kanal, gefallen hat, dann lasst jetzt sehr gerne ein Like da. Abonniert die Jungs. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mein Name ist Mochi. Ich bin raus.